Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der DWA, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Mein Name ist Himani Kayala. Ja, und eigentlich wären wir jetzt auf den Regenwassertagen in Bremen und ich würde Sie da begrüßen, aber leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen jetzt diese Botschaft. Wir möchten es nämlich nicht versäumen, Sie wenigstens über die aktuellen Entwicklungen im DWA-Regelwerk zu informieren und hier im Speziellen aus dem Fachausschuss ES2. Systembezogene Planung. Und hierzu werden nun Herr Professor Schmidt, Frau Professorin Helmreich und Herr Dr. Fuchs Ihnen über die verschiedenen Publikationen berichten. Und ja, alle drei sind Mitglieder des Fachausschusses und auch Tagungsleiter bei den Regenwassertagen. Und nun möchte ich Herrn Professor Schmidt bitten, anzufangen. Ja, auch von meiner Seite einen schönen Tag. Das Bedauern, dass die Regenwassertage nicht stattfinden, da darf ich mich bei Frau Kayala anschließen. Ich möchte Ihnen zu zwei aktuellen Arbeiten am Regelwerk innerhalb des Fachausschusses ES2 im Folgenden einige Informationen vermitteln. Das betrifft zum einen die laufende Überarbeitung des Arbeitsblattes A118. Da geht es um die hydraulische Leistungsfähigkeit von Kanalisationen und zum zweiten zum Arbeitsblatt DWA 102 beziehungsweise in der Bezeichnung BWK A3. Laufende Gelbdruckverfahren, die Informationen hierzu werden entsprechend etwas ausführlicher sein. Ich möchte beginnen mit dem Arbeitsblatt A118 und den, wie schon gesagt, laufenden Arbeiten an der Überarbeitung. Das Arbeitsblatt stammt letztendlich aus dem Jahr 1999, redaktionell angepasst im Jahr 2006. Veranlassung für die Überarbeitung zum einen die Neufassung der europäischen Norm EN 752 im Jahr 2017, zum zweiten das DWA interne Werk Merkblatt M119, was im Jahr 2016 veröffentlicht worden ist und wo insbesondere zu der Thematik kommunale Überflutungsvorsorge und Analyse der Überflutungsgefährdung entsprechende Ausführungen gemacht sind. Und da soll von beiden Seiten eben der entsprechende Input in der Überarbeitung berücksichtigt werden. Also es ergibt sich dieser Anpassungsbedarf, eben schon angesprochen, vor dem Hintergrund dieses neuen Schlagwortes kommunales Starkregen-Risikomanagement. Risikomanagement, was sowohl in EN 752 verankert ist, als auch deutlich in M119. Ergänzend zu erwähnen, im Zusammenhang mit A118 ist das Merkblatt M165, was aktuell mit einer Überarbeitung nochmal ins Gelbdruckverfahren geht. Hier werden die Methoden und Modelle zur Berechnung vorgestellt. Die Überarbeitung fokussiert sich auf, wenn man so will, drei Punkte. Zum einen Kriterien für einen hinreichenden Schutz vor kanalindizierten Überflutungen. Hier geht es um eine entsprechende Differenzierung der Anforderungen je nach Gefährdung oder Risiko, wenn man so will, unterschiedliches Schutzniveau. Und zum Zweiten auch Differenzierung der Anforderungen je nachdem, ob es sich um Neuplanungen handelt, wo man logischerweise größere Handlungsspielräume hat, oder um die Betrachtung von bestehenden Systemen, für die logischerweise auch ein angemessener Überflutungsschutz gewährleistet werden soll. Stichwort Klimawandel in aller Munde, aber das ist etwas allgemeiner zu betrachten und zu berücksichtigen. Wie sehen zukünftige Entwicklungen aus? Wie können sie aussehen? Besser gesagt, das Denken in Szenarien findet ja seit geraumer Zeit statt. Und diese möglichen zukünftigen Entwicklungen beziehen sich eben auf Klimawandel, auf Veränderungen im Bereich der Städte und Siedlungen und hier wiederum auch Berücksichtigung des demografischen Wandels, was Anfall von Abwasser anbelangt. So viel zur laufenden Überarbeitung. Der zeitliche Rahmen für A118 ist, dass im Jahr 2021 idealerweise der Gelbdruck erscheinen soll. Nun zum zweiten Regelwerk, über das ich berichten möchte.
In Kooperation mit dem BWK wird seit 2013 an diesem Regelwerk gearbeitet. Ich möchte mich im Folgenden, um das etwas einfacher zu machen, auf die DWA-Bezeichnung DWA AM 102 fokussieren. Die Bezeichnung Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer ist Programm, wenn man so will. Es ist gleichzeitig auch die Inhaltsangabe. Und um das zu verdeutlichen, will ich das mit den drei Gegenständen hier an der Stelle nochmal verdeutlichen. Zum einen die Begrifflichkeit, die etwas neu und vielleicht auch noch etwas unleicht über die Lippen geht. Regenwetterabflüsse in Siedlungsgebieten. Damit wollen wir ausdrücken, dass es um Abflüsse auf der Oberfläche und dann in der Kanalisation geht, die bei Regen auftreten, also das Niederschlagswasser selbst und die Mischwasserabflüsse im Mischsystem. Niederschlagswasser kann sowohl im Misch- als auch im Trennsystem betrachtet und weiter bewertet werden. Zweiter wesentlicher Punkt dabei, es geht um die Regenwetterabflüsse, die in Oberflächengewässer eingeleitet werden sollen. Also klare Abgrenzung vom Gegenstand der Versickerung von Niederschlagswasser, was der Gegenstand von A138 sein wird und ist, wovon Sie nachher noch hören werden. Und der dritte Punkt innerhalb der Bezeichnung des Regelwerks Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen, also wiederum von diesen beiden Komponenten Niederschlagswasser und Mischwasserabflüsse. Bewirtschaftung bedeutet zielgerichteter Umgang mit diesem Medium und Behandlung bedeutet in dem Fall gezielter Stoffrückhalt. Zu diesem Regelwerk haben wir einen Gelbdruck im Oktober 2016 vorgelegt mit einer überwältigenden Resonanz. 91 Stellungnehmende haben ihre Meinung, ihre Kritiken und ihre anderen Auffassungen auf ca. 500 Seiten dargelegt und die befasste Arbeitsgruppe, die beiden befassten Arbeitsgruppen bei DWA und BWK sind in den Jahren 2017 bis 2019 mit der umfassenden Überarbeitung, Berücksichtigung dieser Einsprüche oder auch Begründung, warum nicht Berücksichtigung, befasst gewesen. Ergebnis der Überarbeitung, Sachstand Juni 2020. Die Arbeitsgruppen haben sich entschieden, aus dem ursprünglichen Arbeitsblatt in zwei Teilen, emissionsbezogene und immissionsbezogene Regelungen, jetzt eine Arbeits- und Merkblattreihe zu machen, mit drei Teilen als Arbeitsblatt, Teil 1 Allgemeines, vielleicht weniger aufregend, Teil 2 emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen und Teil 3 emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen. Vielleicht zur Arbeitsaufteilung die Information. Teil 1 ist von beiden Arbeitsgruppen seitens DWA und BWK erarbeitet worden. Teil 2 bei der DWA-Arbeitsgruppe ES21 und Teil 3 bei der BWK-Arbeitsgruppe 2.3. Aktuell ist die Situation so, dass wir von diesen 91 Stellungnehmenden, nachdem ihnen das neue Werk vorgelegt worden ist, nochmal 14 aufrechterhaltene Einsprüche oder Stellungnahmen zurückbekommen haben, die derzeit bearbeitet werden. Eine wesentliche Entscheidung bei der Überarbeitung des Regelwerks war, dass Inhalte teilweise aus der Arbeitsblattebene, also mit dieser höheren Verbindlichkeit, auf eine Merkblattebene verlagert werden. Das betrifft zum einen das Thema Wasserhaushalt und zwar die methodischen Ansätze dazu und zum zweiten im Bereich der emissionsbezogenen Regelungen den hydromorphologischen und biologischen Nachweis. In diesem Fall sollen die Merkblätter bis Juli 2020 AG intern ausgearbeitet werden und nachfolgend ein eigenes Gelddruckverfahren für beide Merkblattteile angestoßen werden. Zu den Inhalten. Wir wollen zum einen uns intensiv im Arbeitsblatt Teil 2 mit dem lokalen Wasserhaushalt insoweit auseinandersetzen, als das Anliegen als solches auf Arbeitsblattebene verankert werden soll und bleiben soll und die Methodik dann, wie schon gesagt, auf Merkblattebene verlagert werden soll.
Zweiter wichtiger Gesichtspunkt, der Referenzparameter, hier ist es Leitparameter genannt, der Referenzparameter AFS 63 für Bewertung, Behandlung und die Einleitung von Niederschlagswasser bleibt. Dazu gleich noch etwas mehr an Informationen. Zur stofflichen Belastung von Niederschlagswasser, die Entscheidung bleibt oder die Einstufung bleibt, dass wir diese Bewertung über die Kategorisierung nach Herkunftsflächen vornehmen. Dritter Gesichtspunkt an dieser Stelle für Mischsysteme, auch da wird noch eine weitere Folie dazukommen. Orientierung an bisherigen Zielvorgaben war ein wesentlicher Gesichtspunkt, also keine aus dem Regelwerk heraus zum jetzigen Zeitpunkt Verschärfung der Anforderungen. Und zum Zweiten die Festlegung, dass das Nachweisverfahren zukünftig Standard, State of the Art sein soll. Das erste Anliegen, was ich schon angesprochen habe, urbaner Wasserhaushalt, wie schon gesagt, bleibt ein zentrales Anliegen des Regelwerks A102. Und da darf ich einfach mal zitieren, was die Zielsetzung an dieser Stelle ist. Die langjährigen Mittel der Wasserbilanzgrößen, Direktabfluss, Grundwasserneubildung und Verdunstung sollen im bebauten Zustand denen des unbebauten Referenzzustandes so weit wie möglich angenähert werden. Gleich an dieser Stelle dazu gesagt, es gibt keine zahlenmäßige Festlegung, was zulässige oder nicht zulässige Abweichungen davon sein sollen. Zweiter wesentlicher Gesichtspunkt dieses Anliegens, der Anwendungsbereich. Es soll dabei gehen um entwässerungstechnische Erschließung von Neubaugebieten, um entwässerungstechnische Neubearbeitung von Konversionsflächen und entwässerungstechnische Überarbeitungen bei städtebaulichen Sanierungsgebieten. Also überall dort der vorrangige Anwendungsbereich, wo tatsächlich Handlungsspielräume sich ergeben. Das ist eine Mehrgenerationenaufgabe, das insgesamt in den Baugebieten dann in Richtung des Wasserhaushalts nicht bebauter Zustand zu bewegen. Ein zentrales Anliegen in dem Zusammenhang, der Wasserhaushalt als Säule einer wassersensitiven Stadtentwicklung. Das Schlagwort wassersensitive Zukunftsstadt ist ja auch in der Welt. Die Stärkung der Verdunstung innerhalb der Bebauung und auch die Würdigung ökologischer, technischer und wirtschaftlicher Aspekte dabei. Wie schon gesagt, die methodische Umsetzung dieses Anliegens erfolgt in großer Ausführlichkeit im neuen Merkblatt M102 Teil 4. Zum stoffbezogenen Anliegen. Ich hatte es schon gesagt, AFS 63 als Referenzparameter für Niederschlagswasser ist bereits im Gelbdruck so eingeführt. AFS 63, die Bezeichnung, bezieht sich auf den Feinanteil der abfiltrierbaren Stoffe, Partikel, die kleiner sind als 63 Mikrometer. Die Bewertung, auch das hatte ich ganz kurz schon angesprochen, stofflicher Belastung nach Herkunftsflächen, mit der Bildung von drei Kategorien, gering, mäßig und stark belastet, also rein qualitativ und zunächst mal nicht zahlenmäßig. Und dabei ist darauf hinzuweisen, dass wir hier eine Abstimmung mit den Bewertungen im Arbeitsblatt A138 vorgenommen haben und es auch im laufenden Prozess immer noch vornehmen und dass auch Gespräche mit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Regenwasser oder Niederschlagswasser stattgefunden haben und dort auch weitgehend bei der Initiative für einen anderen Niederschlagswasser diese Kategorisierung Eingang finden soll. Das Ergebnis quasi dieser Bewertung ist dann, dass es für die Belastungskategorie 1 zur Einleitung in Oberflächengewässer keine weiteren Anforderungen gibt, also eine Einleitung ohne Behandlung grundsätzlich möglich ist für die Kategorien 2 und 3 oder auch für Abflüsse, die sich dann aus diesen drei Kategorien zusammensetzen, ist dann eine grundsätzlich geeignete technische Behandlung erforderlich. Zu den Behandlungen werden wir dann von Herrn Dr. Fuchs ja auch noch mehr hören im weiteren Verlauf. Die Lösungsansätze, die hier einfach mal schematisch dargestellt sind, wenn wir zu der Einschätzung kommen, es gibt Flächen der Kategorie 2 und 3, ist eine Behandlung erforderlich? Rein akademisch könnte man sich vorstellen, in einem Neubaugebiet die Flächen der drei Kategorien, die Abflüsse dieser Flächen jeweils getrennt zu erfassen und auch entsprechend den Erfordernissen dann zu behandeln. Die
notwendigen Wirkungsgrade werden über Rechenwerte zu den stofflichen Belastungen abgeleitet, die für den zutreffenderen Fall wahrscheinliche Lösung einer zentralen Behandlung, insbesondere wenn bestehende Systeme überarbeitet werden, wäre, dass Mischabflüsse aus drei Kategorien vorliegen können. Und dann wird eben aus einer Mischungsrechnung ein erforderlicher Wirkungsgrad abgeleitet und dann in einer zentralen Behandlungsanlage der Stoffrückhalt gewährleistet. Ganz wesentlich dabei, es geht wirklich um das Anliegen Feststoffrückhalt, was zentral in diesem Regelwerk verankert ist. Dazu gibt es eine ganze Palette dezentraler Anlagen. Das wird der Dr. Fuchs weiter ausführen in Verbindung mit M179. Präferenz für Kombianlagen sei an der Stelle mal genannt, Sedimentation und Filtration. Es geht ja um die Feinanteile, da ist Sedimentation oftmals nicht alleine, nicht ausreichend. Und natürlich haben die bisherigen konventionellen Bauwerke Regenklärbecken auch eine Zukunft. Dabei geht es allerdings sicherlich stark um die Optimierung des Stoffrückhaltes, sowohl durch konstruktive Gestaltungen, durch Begrenzung der Oberflächenbeschickung oder gegebenenfalls durch Weiterentwicklung als Sedimentationsanlage mit Einbauten, Schlagwort Schreckklärer. Und die Retentionsbodenfilteranlagen sind ja schon länger als sehr wirkungsvolle zentrale Behandlungsanlagen bekannt. Dazu gibt es ein Arbeitsblatt DWA A179, da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Das ist seit letztem Jahr ein Arbeitsblatt mit zunehmender Bedeutung dieser Behandlungsanlage, sowohl für Niederschlagswasser als auch für Mischwasserabschlüsse. Letzter Punkt der emissionsbezogenen Regelungen sind die Mischsysteme. Nur zur Erinnerung, das Grundprinzip der Mischwasserbehandlung, Abflussbegrenzung zur Kläranlage, Zwischenspeicherung mit nachfolgender Behandlung in der Kläranlage und dann, wenn Speichervolumen erschöpft ist, der Überlauf. Die Frage war an der Stelle, wie kann diese eingeführte Zielgröße AFS 63 hier eingeführt werden. Wir sind, wie schon vorher, beim sogenannten relativen Vergleich über diesen Referenzzustand fiktives Zentralbecken geblieben, allerdings mit einer wesentlichen Änderung. Das Nachweisverfahren ist jetzt Standard. Das heißt also, es geht nicht mehr nur um die Verteilung von Speichervolumen, sondern insgesamt um eine Systemoptimierung. Eine maßgebende Flächengröße oder maßgebende Eingangsgröße dabei ist die angeschlossene befestigte Fläche. Das heißt also, Flächenabkoppelung, Maßnahmen zur Reduzierung des Regenwasserzuflusses können sachgerecht über das Nachweisverfahren berücksichtigt werden. Zweiter wesentlicher Gesichtspunkt, auch hier die Aufwertung des gezielten Stoffrückhaltes in der Berücksichtigung beim Schmutzfrachtnachweis. Das heißt also, eine Quantifizierung der Wirksamkeit klärtechnischer Ansätze. Das war bisher weniger der Fall gewesen. Da erfährt der gezielte Stoffrückhalt eine klare Aufwertung. Und das soll letztendlich beides zusammen dann auch Anreize für verfahrenstechnische Innovationen ergeben, was den Stoffrückhalt anbelangt, für technische Filter, Fällung, Lockung, nur mal so als Schlagwort genannt, oder auch erhöhter Zufluss zur Kläranlage. Und es soll die Modellierung als solche dann auch anstoßen, in der Weiterentwicklung der Modellansätze zum Stofftransport. Meine letzte Folie, ganz kurze Information, nur eine als Gliederung, wenn Sie so wollen, für die emissionsbezogenen Regelungen, Teil 3 der Arbeits- und Merkblattreihe. Ich sagte schon, erarbeitet von der BWK Arbeitsgruppe 2.3. Von meiner Seite nur so viel an Information. Es werden die gewässerbezogenen Zielsetzungen und Nachweisgrößen in diesem Arbeitsblattteil erörtert. Es werden Grundsätze der Nachweisführung erläutert und dann ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Es geht um die Relevanz dieses emissionsbezogenen Nachweises. Das heißt also Kriterien, wann ein emissionsbezogener Nachweis zu führen ist und in welcher Form er zu führen ist. Zwei Abstufungen, vereinfachte Nachweisführung, sowohl hydrologisch, also auf die Menge bezogen, als auch stofflich. Und die detaillierte Nachweisführung auch da sowohl hydrologisch als auch stofflich. Es werden Maßnahmen genannt zur Begrenzung akuter Gewässerbelastungen. Bei den emissionsbezogenen Regelungen geht es ja mehr um die kumulierenden Gewässerbelastungen über den Referenzparameter der AFS 63 Feststoffe.
Und als Schnittstelle vielleicht zu erwähnen zu den emissionsbezogenen Regelungen, es werden auch Maßnahmen genannt, die zur Begrenzung der Frachten, der Feststofffrachten führen können, um auch da deutlich zu machen, dass logischerweise Emissions- und emissionsbezogene Regelungen klar aufeinander aufbauen und verknüpft sind. Die beiden Nachweismethoden, biologischer und morphologischer Nachweis, sind inhaltlich aus der ursprünglichen Arbeitsblattebene in eine Merkblattebene verlagert worden. Und hier wird das Merkblatt M102 Teil 5 auch zeitlich parallel ausgearbeitet. Soweit meine Ausführungen zu den beiden Regelungen A118 und A102 im Fachausschuss ES2. Ja, dann mache ich gleich weiter hier. Ich bin die Sprecherin der Arbeitsgruppe ES31 und wir haben versucht, das Arbeitsblatt A138 komplett zu überarbeiten. Und ich möchte Ihnen ein bisschen Einblicke geben, was wir getan haben. Und bevor ich aber da beginne, warum haben wir überhaupt das Arbeitsblatt überarbeitet? Nach 15 Jahren war es auf jeden Fall dringend erforderlich. Wir haben viele, viele Hinweise gekriegt aus der Praxis, aber auch aus der Forschung. Das ist alles, die Zeit ist nicht stehen geblieben. Also das heißt, wir mussten das Arbeitsblatt auf die neuen Erkenntnisse anpassen und haben natürlich auch viele Hinweise aus der Praxis umsetzen können. Ganz wichtig war, dass wir die Anforderungen an den Grundwasserschutz umfassender definieren mussten. Auch Behandlungsmöglichkeiten waren nur rudimentär vorhanden. Das heißt, da geht es natürlich nachher weiter mit dem Herrn Dr. Fuchs, der wird das M179 vorstellen, aber auch das hat Einzug in unser Arbeitsblatt gefunden. Der Klimawandel ist ganz wichtig. Auch hier sind die Versickerungsanlagen definiert worden in der Rolle des Klimawandels. Was können wir leisten? Können wir einen guten Beitrag liefern? Ja oder nein? Wir haben die Bemessungsgrundlagen komplett überarbeiten müssen. Hier waren zu viele gute Hinweise aus der Praxis, als dass wir die nicht hätten umsetzen müssen. Also insofern denken wir, haben wir hier gute Arbeit geleistet. Wir haben neue Versickerungselemente einführen müssen. Die waren im alten Arbeitsblatt nicht verfügbar. Und die Hinweise für Bau und Betrieb waren sehr kurz im alten Arbeitsblatt. Auch hier war es was zu tun. Zur Planung. Was wir eingeführt haben, ist zum Beispiel eine Checkliste für zur Überprüfbarkeit, ob man überhaupt Versickerungsanlagen bauen kann. Also hier haben wir so eine Checkliste, die nimmt zum Beispiel auf den Abstand zum mittleren höchsten Grundwasserspiegel oder sind wir in einem Trinkwasserschutzgebiet. Also das Umfeld, Grundwasser, Boden wird abgecheckt und damit leitet sich ab, ob wir überhaupt eine Versickerung machen können oder ob es potenziell möglich ist, aber vielleicht kleine Auflagen zu tun sind und da kann man sich dann durch das Arbeitsblatt durchhangeln damit. Wir haben unsere Kategorisierung der Niederschlagsabflüsse harmonisiert mit dem A102, das hat der Herr Professor Schmidt schon erwähnt. Wir haben auch diese Eingruppierung in gering, mäßig und hoch belastet. Allerdings muss man den Hintergrund sehen, wir leiten hier ins Grundwasser ein, nicht in das Oberflächengewässer, deswegen haben wir andere Anforderungen. Also die Anforderungen zum Einleiten ins Grundwasser definieren dann Reinigungsanforderungen, beispielsweise, was muss ein bewachsener Oberboden können, also wir nennen das jetzt bewachsene Bodenzone in Zukunft. Wir haben eine Schichttiefe von 20 bis 30 Zentimeter oder eine Mächtigkeit. Und aufgrund der Reinigungsanforderungen ergeben sich dann zum Beispiel maximale hydraulische und stoffliche Flächenbelastungen. Also das heißt, wie viel Fläche kann ich anschließen, wie dick oder wie mächtig muss ich diesen Oberboden auslegen. Auch dezentrale Behandlungsanlagen haben hier Einzug gefunden. Wir haben definiert, was müssen die können, damit wir es sicher ins Grundwasser versickern können. Und da ist dann natürlich auch der Hinweis auf das neue M179, das der Herr Dr. Fuchs nachher vorstellen wird. Was auch neu ist, der Überflutungsnachweis. Das war früher nur in einem Satz abgehandelt, dass man halt schauen soll, dass niemand geschädigt wird. Hier haben wir tatsächlich den Überflutungsnachweis jetzt drin und zwar gemäß den 1986-100. Was ganz neu ist
Und das betrifft dann somit die ganzen Bemessungen aller Versicherungsanlagen. Wir haben früher bei der Berechnung der Versicherungsleistung, es hatten wir immer den Faktor Kf halbe drin als Schutz. Aber damit haben wir aus der Praxis mitbekommen, dass die Anlagen oftmals überdimensioniert waren. Das heißt, dieses Kf halbe war neu zu überdenken. Und wir haben das auch überdacht. Und zwar haben wir jetzt quasi die Berechnung von der Versicherungsleistung in Abhängigkeit von der Bestimmungsmethode. Das heißt, der Bestimmungsmethode der Infiltrationsrate. Diese Sickerleistung quasi hängt ab von KI und den angeschlossenen der erforderlichen Versicherungsfläche. Und das KI setzt sich jetzt zusammen quasi aus dem Durchlässigkeitsbeiwert, den man bestimmt, und einem Korrekturfaktor. Der Korrekturfaktor setzt sich wiederum zusammen aus der Methode und dem Ort sozusagen. Methode heißt zum Beispiel, der Faktor für die Methode ist 1, wenn Sie jetzt eine gute Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwerts machen, zum Beispiel im Feldversuch mit einer geeigneten Testgrube. Und der Ortsfaktor setzt sich vor allem damit zusammen, wie inhomogen der Boden ist oder wie homogen der Boden ist, wie oft Sie den Durchlässigkeitsbeiwert bestimmt haben. Und damit kommt man dann, das kann auch, also dieser Korrekturfaktor kann auch 1 sein, wenn Sie gut die Durchlässigkeit bestimmt haben. Und damit werden die Versicherungsanlagen auch kleiner. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen den Einzug der Versicherungsanlagen in den urbanen Raum unbedingt unterstützen, vor allem im Hinblick auf den Klimawandel. Die Versicherungsanlagen an sich haben sich wenig geändert. Natürlich die Bemessung, wie ich schon gesagt habe. Aber was neu ist, wir haben zum Beispiel bei den Regolen auch die Fertigteilregolen mit integriert. Das war vorher nicht der Fall. Wir haben die Kunststoffkörper zum Beispiel eingeführt. Eine große Änderung hat es gegeben bei den Schächten. Das gab schon immer den Typ A und den Typ B. Typ A war früher ein Versicherungsschacht, der ausgestattet war mit einem Geodexil-Filtersack. Diesen Filtersack, das hat sich in der Praxis gezeigt, dass der sehr schnell kollimatiert. Das heißt, der Filtersack ist aus dem Typ A herausgenommen. Der Typ A gilt aber nur noch, wenn Sie vorher eine Behandlungsanlage anschließen, dann rein für die Versicherung nach der Behandlung. Beim Typ B war auch schon immer ein carbonathaltiger Filtersand drin, 50 cm Filterschichtdicke. Da unterstützt man tatsächlich, dass das eine sehr gute Möglichkeit auch ist, eine Reinigungsfunktion zu übernehmen. Beim Bau, das war eins der Kapitel, das wir umfassend überarbeitet haben. Wir haben umfangreiche Hinweise gegeben, wie man vorbereitet, die Bauvorbereitung, Baustellenorganisation, wie die Erdarbeiten ausgeführt werden müssen, Begrünung und Fertigstellungspflege, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch die Dokumentation des Baus ist sehr wichtig und wir haben noch anlagenbezogene Hinweise gegeben. Was in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig ist, früher haben wir empfohlen, mit einer Rasensaat die Mulden zu begrünen. Jetzt wird aber auch die Muldenbegrünung geöffnet für Gräser, Stauden, Sträucher und auch Gehölze. Wir haben einen Anhang D produziert und dem haben wir eine ausführliche Checkliste für den Bau vorbereitet, so dass Sie bestens vorbereitet sein können, wenn Sie sich in dem Bereich bewegen. Im Bereich Betrieb haben wir auch eine umfangreiche Überarbeitung gemacht. Wir haben viele Hinweise für den Betrieb gegeben. Und hier ist ganz, ganz wichtig, nicht nur die Grundsätze und die Betriebsaufgaben zu definieren, sondern dass auch ein Betriebshandbuch geführt werden muss, inklusive der Betriebsanweisungen. Das ist vor allem vor dem Hintergrund wichtig, wenn Sie im Bereich der privaten Versicherungsanlagen sind. Wenn ein Haus verkauft wird, hat der neue Besitzer keinerlei Information über die Versicherungsanlage und insofern wird die dann auch nicht gepflegt. Insofern ist es deswegen wichtig, ein Betriebshandbuch zu führen. Und wir haben auch hier einen Anhang produziert. Irgendjemand hat jetzt weitergeklickt. Wir haben einen Anhang produziert, wo für jeden Versicherungsanlagentyp anlagenspezifische Empfehlungen gegeben werden. So dass Sie auch hier, also das sind Tabellen, sind Sie bestens vorbereitet, die Anlage zu betreiben.
Zusammenfassend möchte ich Ihnen auf den Weg geben, wir haben versucht, das Arbeitsblatt grundlegend zu überarbeiten, Neues einzuarbeiten, alles auf den Stand der Technik zu bringen. Es erscheint im Herbst 2020 im Gelbdruck und wir sind schon gespannt auf die vielen Anregungen, die auf uns zukommen werden in der Einspruchsnahme. Hoffen natürlich, dass wir alle Hinweise gut aufnehmen konnten. Und ganz wichtig ist, dass wir auch die gesetzlichen Anforderungen angepasst haben fürs Einleiten ins Grundwasser. Wir haben unser Regelwerk harmonisiert mit anderen Regelwerken und haben neue Hinweise gegeben, vor allem auf dieses neue M179, die dezentralen Behandlungsanlagen. Die Niederschlagswasserbehandlung hat jetzt einen großen Stellenwert, natürlich auch die Entwässerungssicherheit und was neu natürlich dazugekommen ist, der Überflutungsschutz, den wir vorher nicht wirklich definiert hatten. Wir haben neue praxisbezogene Hinweise gegeben und hoffen auch durch die Öffnung des Regelwerks für neue Bepflanzungen, dass wir die zur Erhöhung der Biodiversität in den Städten beitragen können und unter anderem auch Insektenschutz natürlich auch die hier einen Einzug auch finden und dem Klimawandel ein bisschen entgegenwirken können. Vielen Dank. So, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Fuchs und ich werde Ihnen jetzt berichten im Namen der Arbeitsgruppe ES37 über den Stand der Bearbeitungen des DBA Merkblatts 179 dezentrale Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung. Ich möchte beginnen mit einigen Definitionen. Die Arbeitsgruppe hat für sich sozusagen festgelegt, mit was sie sich beschäftigen wird im Zuge der Bearbeitung dieses Merkblattes. Und wir wollen uns beschäftigen mit technischen Anlagen zur Reinigung von Niederschlagsabflüssen. Dies schließt explizit aus Versickerungsanlagen. Der Umgang damit wird in A138 geregelt. Es schließt aber beispielsweise auch aus durchlässige Flächenbelege. Diese technischen Anlagen sollen in unmittelbarer Nähe zu den entwässerten Flächen angeordnet sein und das können Einzelflächen sein, also einzelne Dachflächen, es können aber auch Mischflächen sein, worunter wir verstehen eben die Mischung aus Dachflächen, Verkehrsflächen, Hochflächen. Die Zielgrößen der Niederschlagsabflussbehandlung bei dezentralen Anlagen ist sehr ähnlich den Zielgrößen bei der zentralen Regenwasserbehandlung. Es geht primär um den effektiven Rückhalt von Feststoffen, dem feinen Anteil der Feststoffe, die schon erwähnten AFS 63. Und mit dem Rückhalt dieser feinen Feststoffe verbunden ist eben auch ein effektiver Rückhalt von allen feststoffgebundenen Schadstoffen, wie beispielsweise Schwermetalle aus Verkehrsflächen, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe oder auch Mineralölkohlenwasserstoffe. Zusätzlich bei den dezentralen Anlagen ist zu berücksichtigen, dass wir auch, wenn wir in das Kompartiment Grundwasser einleiten, den Rückhalt gelöster Schadstoffe im Auge haben müssen. Das sind insbesondere Biozide aus Baumaterialien, aber es sind auch Schwermetalle, beispielsweise aus metallischen Fassaden, Verkleidungen oder Bedachungsmaterialien. Dezentrale Anlagen im Sinne dieses Merkblattes sind Anlagen, die vor allen Dingen eingesetzt werden für die Behandlung von Niederschlagsabflüssen aus Trennsystemen und der Straßenentwässerung. Die angeschlossene Fläche beträgt üblicherweise 5000 Quadratmeter, also etwa ein halber Hektar. Die Ausgangssituation, als wir begonnen haben mit den Arbeiten an diesem Merkblatt, hat sich nicht wahnsinnig verändert zur heutigen Situation. Nach wie vor sprechen wir von einer sehr komplexen Aufgabenstellung, dezentral Niederschlagsabflüsse effektiv zu behandeln. Und diese Komplexität oder die Schwierigkeit der Aufgabenstellung ergibt sich vor allen Dingen daraus, dass wir es mit sehr variablen Randbedingungen zu tun haben, sowohl die Zuflusssituation als auch oder insbesondere die stoffliche Belastung. Wir haben eine sehr heterogene stoffliche Belastung, die sich zusammensetzt aus Feststoffen, Kohlenwasserstoffen, Schwermetallen, organischen Spurenschadstoffen in unterschiedlichen
Konzentrationen. Und es gibt eigentlich bisher keine klare Zielvorgabe, die zu erreichen ist. Eine weitere Schwierigkeit im Zusammenhang mit Regelungen oder Empfehlungen zur dezentralen Behandlung von Niederschlagsabflüssen stellt der Markt dar. Wir finden eine Vielzahl unterschiedlichster Anlagentypen derzeit auf dem Markt verfügbar oder auch schon im Betrieb. Und es ist sehr aufwendig, zunächst mal zu sortieren, welche physikalisch oder physikalisch-chemischen Wirkprinzipien liegen denn hinter diesen oder stecken hinter diesen Verfahren und sind diese Verfahren in der gewählten Verfahrenskombination, also die Anlagen in der gewählten Verfahrenskombination tatsächlich einsetzbar. Es gibt nach wie vor unzureichende Betriebserfahrung und es gibt quasi keine Erfahrung zur Wirksamkeit der Anlagen unter Feldbedingungen, insbesondere wenn wir nochmal die stofflichen Belastungsgrößen, Feststoffrückhalt, Rückhalt von Kohlenwasserstoffen, Rückhalt von organischen Spurenstoffen mit in Betracht zieht. Die Situation derzeit und als wir begonnen haben mit der Arbeit an diesem Merkblatt ist, dass der Markt im Wesentlichen preisgesteuert ist. Das heißt, es ist nach wie vor so, dass es eine Tendenz gibt, an die gleiche Anlage immer mehr Fläche anzuschließen, um eben auf dem Markt günstiger anbieten zu können. Und das ist nicht immer im Sinne des Oberflächen- und Grundwasserschutzes. Die Ziele der Arbeitsgruppe waren daher auch, dass wir uns zunächst mal damit beschäftigt haben, klar Behandlungsziele zu definieren und anhand dieser Behandlungsziele auch zu definieren, welche Anforderungen entstehen denn daraus an die einzelnen Verfahrensoptionen. Dazu musste zunächst mal charakterisiert werden, welche Verfahren haben wir denn überhaupt zur Verfügung, durch welche physikalischen oder physikalisch-chemischen Eigenschaften zeichnen sie sich aus. Und wie müssen denn Zielvorgaben aussehen bei der Auslegung dieser Verfahren, damit wir eine wirksame Umsetzung erreichen können? Ein Beispiel steht hier in Klammer. Wie muss beispielsweise eine Filtergeschwindigkeit sein, damit wir in kleinen Filtrationsanlagen, die dezentral eingesetzt werden, hohe Wirkungsgrade erreichen können? Wir haben nach diesen Charakterisierungen uns dann damit beschäftigt, Empfehlungen für die Bewertung der Wirksamkeit der Anlagen auch abzuleiten unter Feldbedingungen. Darum geht es, die Anlagen müssen im Feld ihre Wirksamkeit nachweisen können oder beweisen. Nur dann können sie eben effektiv für den Gewässerschutz eingesetzt werden. Ziel dieses Merkblatts war eben auch, diese Empfehlungen für die dezentrale Behandlung einzubinden in all die Diskussionen und in die Systematik der Regenwasserbehandlung generell. Und hier ist sicherlich zu nennen das DWA-Arbeitsblatt 102 oder eben auch das DWA-Arbeitsblatt A138, an deren Grundaussagen wir uns orientiert haben und die beide ja jetzt schon vorgestellt wurden. Und wir haben uns weiterhin zur Aufgabe gemacht, in diesem Merkblatt Hinweise zum ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen zu geben. Bei der Frage, wie dezentrale Niederschlagsbehandlung stattfinden kann und effektiv sein kann, haben wir es zunächst mal betrachtet, wenn man dieses Parameterspektrum Feststoffe, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Mineralölkohlenwasserstoffe, Schwermetalle, Spurenstoffe in so eine Matrix schreibt und sie überschreibt mit den Herkunftsflächen. Das können eben Dachflächen und Fassadenflächen sein und das können aber auch Verkehrsflächen sein. Wie ist denn dann die Relevanz gelöster und oder partikulär transportierter Stofffrachten oder Stoffkonzentrationen, die durch eine geeignete Anlage zurückzuhalten sind? Und man kann dabei sozusagen zwei Schwerpunkte erkennen. Wenn wir über die Abflüsse von Dachflächen und Fassadenflächen reden, dann haben wir hier sozusagen im Bereich der Schwermetalle und im Bereich der organischen Spurenstoffe durchaus die Situation, dass hohe Konzentrationen gelöster Schadstoffe auftreten können. Wenn wir dagegen über Verkehrsflächenabflüsse reden, dann haben wir sehr häufig die Situation, dass die Schadstofffrachten oder die Schadstoffkonzentrationen, die durch den Niederschlag mobilisiert werden, insbesondere partikelgebunden transportiert werden.
Und wenn man diese Matrix heranzieht und sich mal überlegt, ja, was haben wir denn für Behandlungsoptionen, dann wird erkennbar, der Feststoffrückhalt hat nach wie vor eine hohe Priorität. Und wir können das tun mit Sedimentationsanlagen, wir können das tun mit Flotationsanlagen, also über eine Dichtetrennung, oder wir können es realisieren über Filtrationsanlagen. Sehr häufig finden wir in der Praxis umgesetzt Kombinationen dieser verschiedenen Verfahren. Und wenn wir uns um den Rückhalt gelöster Stoffe kümmern müssen, dann ist diese Option der Ionenaustausch und gegebenenfalls die Fällung, die hier als Verfahrensoption in Frage kommen. Und auch hier gilt, dass diese Verfahren sehr häufig, diese chemisch-physikalischen Verfahren sehr häufig als Kombinationsverfahren eingesetzt werden, ganz häufig dann auch nochmal im Zusammenhang mit der Phasenseparation, also mit den physikalischen Verfahren, die wir hier oben stehen haben. Und für die hier aufgeführten Verfahren wurden nun Kriterien definiert, die einen effektiven Einsatz der Verfahren erlauben, beispielsweise von Sedimentationsverfahren. Und für Sedimentationsverfahren gibt es einen klaren physikalischen Zusammenhang, und der heißt, dass die Sinkgeschwindigkeit der Partikel größer sein muss als die Oberflächenbeschickung, also die Beschickung der Anlage muss eine Sedimentation des Partikels während des Durchströmens des Wassers durch die Anlage ermöglichen. Und das gilt bei Großanlagen, bei zentralen Anlagen genauso wie bei dezentralen Anlagen. Und wir haben hierbei zurückgegriffen, um diese Grenzkriterien für eine effektive Sedimentation definieren zu können, auf Beobachtungen aus Großanlagen, sind hier dargestellt in dieser Grafik die Abhängigkeit von der maximalen Oberflächenbeschickung und einem erreichbaren Feststoffrückhalt. Und man erkennt, dass nur bei geringen Oberflächenbeschickungen, die kleiner als oder deutlich kleiner als 4 Meter pro Stunde sind, im Sinne einer Bemessungsoberflächenbeschickung nennenswerte oder hohe Wirksamkeiten erreicht werden können. Vielleicht noch ein Wort zu dieser maximalen Oberflächenbeschickung. Der Wirkungsgrad der Anlage ergibt sich natürlich nicht aus der maximalen Oberflächenbeschickung, sondern die maximale Oberflächenbeschickung wird gewählt, um eine Depotentleerung zu vermeiden. Sie wird gewählt, um negative Wirkungsgrade, die insbesondere eben mit der Depotentleerung in Verbindung stehen, zu vermeiden. Der Wirkungsgrad, der sich für eine Sedimentationsanlage im Jahresmittel ergibt, wird vor allen Dingen definiert durch die große Anzahl von Ereignissen, bei denen die Oberflächenbeschickung deutlich unterhalb dieser maximalen Bemessungsoberflächenbeschickung liegt. Wir brauchen natürlich darüber hinaus, wenn wir Sedimentationsanlagen betreiben möchten, wirksam eine turbulenzarme Strömung. Wir brauchen eine vollständige Ausnutzung des Sedimentationsraums, also eine gleichmäßige Durchströmung des Sedimentationsraums. Und wenn wir hydrodynamische Anlagen betreiben, muss der Energieeintrag in die Anlage kontrolliert und begrenzt werden. Ähnliche Überlegungen, ähnliche Vorgaben haben wir für die Filtration entwickelt. Zunächst mal beginnend, die Filtermächtigkeit sollte immer größer als 0,2 Meter sein, um Kurzschlüssigkeit zu vermeiden. Und wenn man in Richtung Raumfiltration denkt, ein ausreichendes Porenvolumen zur Verfügung stellen zu können für den Stoffrückhalt. Sie sehen hier in den Bildern dargestellt die beiden Wirkprinzipien, die wir uns angeschaut haben. Das ist einmal die Oberflächenfiltration, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Partikel quasi quantitativ an der Oberfläche abgeschieden werden. Und in Abgrenzung zu dieser Oberflächenfiltration haben wir die Raumfiltration, bei der die Partikel in der Filtermatrix abgetrennt werden und bei der eben die Gefahr besteht, dass Partikel den Filter durchdringen und zum Filterdurchbruch kommen und wir dann die Partikel auch im Ablauf finden. Wenn man eine Oberflächenfiltration anstrebt, aus unserer Sicht die zu bevorzugende Variante der Filtration, weil sie
viele betriebliche Vorteile auch aufweist, dann ist eine Filtergeschwindigkeit von kleiner 0,5 Meter einzuhalten. Dann haben wir eben vorrangig diese Oberflächenfiltration und wir haben vor allen Dingen den Zustand, dass die Sedimente, die auf dem Filter abgelagert werden, die Chance haben, unter aeroben Bedingungen abgelagert zu werden, was weitere betriebliche Vorteile in sich birgt. Bei Filtergeschwindigkeiten bis zu 5 Metern pro Stunde werden wir vorrangig von einer Raumfiltration ausgehen müssen. Dann ist dieses aerobe Sedimentdepot keineswegs immer sichergestellt, denn das hängt sehr stark dann mit der Durchlüftung des Filters zusammen. Bei Filtergeschwindigkeiten, die diese 5 Meter pro Stunde deutlich überschreiten, muss man einfach konstatieren, dass kein effektiver Feinpartikelrückhalt mehr möglich ist. Den wollen wir aber haben und wir wollen diesen effektiven Feinpartikelrückhalt haben, auch über einen nennenswerten Zeitraum. So hat die Arbeitsgruppe festgelegt, dass Wartungs- oder Reinigungszyklen von Filtrationsanlagen größer 6 Monaten sein sollten, also die Entnahme des abgetrennten Sediments bei der Oberflächenfiltration höchstens alle 6 Monate, der Austausch oder die Reinigung eines Raumfilters eben auch im gleichen Zeitraum. Der Dauereinstau von Filter und Sedimenten ist negativ zu beurteilen, kann kontraproduktiv sein und unsere Empfehlung lautet deswegen ganz klar, diesen Dauereinstau sollten wir vermeiden. Mit diesen Vorgaben haben wir uns nun für die unterschiedlichen Aufnahmekompartimente, also Oberflächengewässer, was wir hier sehen, sozusagen auch eine Systematik überlegt, wie dezentrale Anlagen einzusetzen sind. Wir haben uns dabei orientiert an den einschlägigen Vorgaben, hier im Beispiel Oberflächengewässer nach dem Emissionsansatz DWA A102. Der geht davon aus, dass wir im Regelfall eine kritische Regenspende von 15 Litern pro Sekunde behandeln und dass nicht behandlungsbedürftige Flächen bei dezentralen Anlagen eben nicht an die Anlage angeschlossen werden. Die Zielgröße bei Einleitung ins Oberflächengewässer ist eben dem DWA A102 entnommen und heißt eine AFS-63-Jahresfracht von kleiner 280 Kilogramm pro Hektar und Jahr kann eingeleitet werden. Das Schema könnte dann so wie hier dargestellt aussehen. Wir haben einmal Kategorie 1 Flächen, die werden an der Anlage vorbeigeführt ins Oberflächengewässer. Wir haben dann hier eine Mischung aus Kategorie 2 und 3 Flächen oder einzelne Kategorie 2 oder 3 Flächen. Die werden zunächst einer Abflusstrennung, also einem Trennbauwerk, zugeführt. In diesem Trennbauwerk wird der Teilstrom, der der Behandlung zugehört, abgetrennt werden. Das ist im Regelfall 15 Liter pro Sekunde und Hektar. Das kann auch mehr sein, je nachdem, welche Anforderungen bestehen. Und diese Menge wird an einer Behandlungsanlage zugeführt, die in der Regel mehrstufig ist. Und vor dieser Behandlungsanlage kann eine Retention erforderlich sein, die auch einen Notüberlauf haben darf. Die über diesen Abfluss hinausgehende Regenmenge wird im Bypass sozusagen an der Behandlungsanlage vorbeigeführt. Und Sie sehen hier so ein Rechenbeispiel, wenn beispielsweise die Ausleitung unseres Entwässerungssystems einen Abfluss bringen würde von 300 Litern pro Sekunde und Hektar, dann würden sich diese Zahlen hier ergeben. Weitergehende Maßnahmen können erforderlich werden nach einer Emissionsanalyse. In der gleichen Systematik haben wir die Vorgehensweise für das Grundwasser aufgebaut. Wir orientieren uns hier allerdings am Emissionsansatz nach A138. Die kritische Regenspende ist hier abhängig von der Flächenkategorie, also höher belastete Flächen oder Flächen der Kategorie 2 haben eine höhere Regenspende, die der Behandlung zuzuführen ist. Die Zielgröße sind nach wie vor die AFS 63, aber je nach Anwendungsfall auch gelöste Schwermetalle oder Biozide. Der Wirkungsgrad, der gefordert wird von dieser Behandlungsanlage, ist wiederum abhängig von der Belastungsgröße, also von der Flächenkategorisierung. Und was wichtig ist bei Einleitung ins Grundwasser, es gibt keinen Bypass, der
an der Anlage vorbeigeht. Und es gibt auch keinen Notüberlauf, wenn wir Einzelflächen, beispielsweise Metalldachflächen, behandeln in der Anlage. Weitergehende Maßnahmen ergeben sich, leider ist hier die Formatierung etwas verrutscht, ergeben sich, wenn wir in Wasserschutzgebieten oder in Wasserschutzzonen einleiten müssen, dann werden sich die zu behandelnden Wassermengen nochmal erhöhen. Und Sie sehen hier auch wieder dargestellt die Systematik, wie das Setup einer solchen Behandlung aussehen kann. Wir haben bei Einleitung ins Grundwasser über eine unterirdische Versickerungsanlage bei Flächen der Kategorie 2 und 3 auch eine Abflusstrennung. Wir haben aber einen deutlich höheren Volumenstrom, der aufgrund des höheren Schutzstatus des Grundwassers zu behandeln ist, in der Anlage zugeführt wird. Wir haben hier die stoffliche Behandlungseinheit und wir haben in der Regel, kann man eigentlich sagen, dass, wenn erforderlich, kann in dem Fall eigentlich wegbleiben, eine Retention vor der Anlage, um zu gewährleisten, dass diese hohen Abflüsse tatsächlich einer Behandlung zugeführt werden können. Den Notüberlauf, den wir hier sehen, den gibt es nicht, ich habe es schon gesagt, wenn wir Metalldachflächen behandeln müssen, und es gibt dann auch nicht diesen Bypass. Damit wäre ich mit den beispielhaften Ausführungen zum Stand der Bearbeitung von M179 auch schon am Ende. Hier eine kurze Zusammenfassung dessen, was ich Ihnen mitteilen wollte. Wir haben es geschafft, eindeutig Behandlungsziele zu definieren, die betrieblichen Randbedingungen, die wir für die einzelnen Verfahrensoptionen in der Einzelanwendung oder Kombinationsanwendung vorgeben wollen, sind quantitativ beschrieben, beispielsweise in einer empfohlenen Filtergeschwindigkeit oder in einer empfohlenen maximalen Oberflächenbeschickung. Wir haben Wirkungsgrade festgelegt für die unterschiedlichen Aufnahmekomponenten, Oberflächengewässer und Grundwasser. Das ist also differenziert abgeleitet und im Sinne dieser Schemaskizzen auch planerisch umgesetzt. Wir haben uns bemüht, Regelwerkkonsistenz herzustellen und gleichlautende Emissions- und Immissionsanforderungen herzustellen für beispielsweise die Versickerung über den belebten Oberboden oder eben nach der Behandlung mit in technischen Anlagen. Was nun aussteht, sind die Prüfung von Details, beispielsweise von bautechnischen oder konstruktiven Aspekten, die mit der Abflusstrennung oder Abflussaufteilung in Zusammenhang stehen. Wir werden sicherlich noch eine umfängliche redaktionelle Überarbeitung dieses Merkblatts vor uns haben. Wir werden das Merkblatt vervollständigen müssen und wir streben an, das alles bis zum Ende diesen Jahres zu erledigen, sodass wir Ende 2020 oder früh im Jahr 2021 in den Gelbdruck gehen können. So viel von meiner Seite. Ja, super, vielen Dank. Jetzt bitte ich Sie alle drei nochmal zuzuschalten. Der Herr Schmidt müsste noch seine Kamera einschalten, perfekt. Dann danke ich Ihnen jetzt ganz herzlich für die Ausführungen und möchte zum Abschluss eigentlich nur noch mal auf die Regenwassertage im nächsten Jahr hinweisen, in der Hoffnung, dass die Pandemie uns nicht mehr allzu lange im Griff hat und wir dann in gewohnter Form uns wieder in Bremen nächstes Jahr treffen können. Und zwar finden die Regenwassertage nächstes Jahr am 22. und 23. Juni statt. Das von meiner Seite aus noch kurz. Ja, dann sage ich jetzt auf Wiedersehen und hoffentlich bis nächstes Jahr. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen.